Alle auf Glück ist eine Entscheidung, der Kanal, der genauso heißt wie eines meiner Bücher, Glück ist eine Entscheidung. Schön, dass ihr da seid und heute haben wir uns verabredet und wollen unser Mondgespräch führen und zwar ein Gespräch, was den Neumond betrifft und da habe ich wieder die liebe Margit vom Sternentaxi. Hallo, sei gegrüßt. Hi Jens, grüß dich. Ja, Neumond ist am 16. diesen Monats und Neumond, was bedeutet das denn allgemein im Horoskop, wenn gerade die Sterne so stehen, dass Neumond auch ist? Was bedeutet es denn erstmal so generell? Ja, generell bedeutet Neumond, dass etwas Neues beginnt. Ja, also dass dort, wo der Neumond stattfindet, in dem Bereich, wird sich irgendwas Neues auftun, was dann zu Vollmond eben zur Blüte kommt oder zur ersten Blüte, ne? Ja, und Neumond bedeutet, wie gesagt, also es geht wieder oder es geht etwas los und die Sterne stehen und das kann ja etwas bedeuten, was wir verwenden können und zwar individuell oder aber auch gesellschaftlich. Und wie sieht es denn generell dann aus? Ja, also zu dem Neumond jetzt. Der wird stattfinden bei 23 Grad Löwe, also bei jedem Einzelnen im Geburtshoroskop, wo 23 Grad Löwe sind. Genau in diesem Haus wird eine Veränderung stattfinden, wird sich irgendwas Neues zeigen in Bezug zum Löwe-Thema. Also es geht um die Selbstliebe, es geht darum, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und auch umzusetzen, zu leben. Und da hier die Lilith in der Nähe ist, würde ich sagen, es geht um Themen, es geht um Eigenschaften bezogen auf, also eigene Bedürfnisse, die wir bisher unterdrückt haben, die wir uns bisher nicht erlaubt haben. Da wird sich einfach was zeigen. Da wird, ja, in der Hinsicht wird man ein Stück weit wilder werden. Also Lilith ist so der wilde Planet auch. Also irgendwas, wo man gedacht hat, oh nee, das kann ich mir überhaupt nicht erlauben, das wird zum Vorschein kommen und das will integriert werden. Und die Venus ist ja auch in der Nähe, das heißt, das Thema Selbstliebe wird nochmal doppelt verstärkt, damit das hier auch integriert werden kann, diese neue Eigenschaft. Und das Ganze findet im 10. Haus statt am Neumond. Das heißt, bei jedem Einzelnen ins Geburtshoroskop kommt dann auch diese 10. Hausenergie mit rein. Und das 10. Haus ist das Karrierehaus, das ist das Haus, wo wir uns zeigen, wo etwas zum Vorschein kommt, wo etwas zum Erfolg kommt. Und darum geht es eben direkt, ne? Also dieses Thema mit der Selbstliebe, wo hier eine Eigenschaft integriert werden möchte, die wir bisher uns nicht erlaubt haben zu leben, die will wirklich erfolgreich umgesetzt werden und die will auch stolz gezeigt werden nach außen, ne, mit dem 10. Haus. Darum geht's. Also das wird sich zu Neumond zeigen und das wird sich dann nach Neumond, wird sich das Ganze entwickeln. Venus ist ja zurzeit rückläufig, die läuft jetzt hier noch so vor und dann wieder zurück und das geht alles bis 2.9., also bis die wieder zurückläuft. Und ich habe mal geguckt, am 30.09., 1. Oktober, so in der Drehe, ist die Venus genau an dieser Neumondstelle bei 23 Grad. Das heißt, da wird sich zeigen, inwieweit dieses Thema, das eben zu Neumond beginnt, integriert haben. Da kann man da nochmal nachgucken. Ja, und der Neumond steht im Aszendent Waage, im Deszendent Widder. Das heißt, das Beziehungsthema jetzt in den nächsten Wochen gesamtgesellschaftlich wird sein, ja, dass wir mehr dazu tendieren, in uns ja gesellig zu sein, uns in der Gesellschaft aufzuhalten. Harmonie, wir suchen auch die Harmonie im Zusammenhang mit anderen Menschen, was dann auch nicht immer gegeben sein wird, weil wenn viele Menschen aufeinandertreffen, ist es halt auch manchmal so, dass der eine das will und der andere das. Das heißt, wir werden also mit dem Willen von anderen Menschen auch konfrontiert, hier im Deszendenten, im Du. Und dadurch merken wir aber auch, was wir selber wollen.
werden wir wieder auf uns zurückgeworfen. Wollen wir das mitmachen oder nicht? Und das ist auch die Aufgabe, die wir jetzt haben, die karmische Aufgabe hier mit dem Mondknoten. Es geht darum, dass wir anhand dessen, dass wir uns in Geselligkeit begeben, im anderen unseren eigenen Willen erfahren oder uns konfrontieren mit unserem eigenen Willen. Und das wird dann auch wichtig hier für die Umsetzung, weil es liegt jetzt ganz, ganz viel Umsetzungskraft im sechsten Haus. Das sechste Haus ist das Haus der Arbeit oder der Umsetzung. Und da liegt jetzt der Widder drin. Das heißt, es wird jetzt ganz viel initiiert. Alles, was wir so neu in die Welt bringen wollten jetzt in den letzten Wochen und was noch nicht so richtig geklappt hat, das kann jetzt losgehen. Dem kann jetzt zum Durchbruch verholfen werden. Und wir werden dabei aber auch noch konfrontiert mit dem Chiron. Das ist der Planet der Heilung, aber auch der Verletzung. Also wir werden hier nochmal sehen, was darf noch geheilt werden, damit mein Projekt in die Geburt kommen kann. Was darf in meinem eigenen Willen auch noch an Heilung passieren, damit das hier umgesetzt werden kann, was ich umsetzen möchte. Also es geht schon in die Umsetzung, aber wir werden dann nochmal konfrontiert mit Verletzungen, mit irgendwas, was geheilt werden darf. Ja, also wir hatten hier das erste Haus mit dem Aszendenten, im zweiten Haus, das ist das Haus der Werte. Da kommt jetzt der Skorpion rein, also es wird jetzt wichtig, loszulassen, vor allen Dingen eben das loszulassen, ja, wo wir unseren eigenen Willen bisher zugunsten der Harmonie mit anderen Menschen ich sag mal, unterdrückt haben oder weggelassen haben, weggeschoben haben. Das wird losgelassen. Es geht auch um Schütze-Themen, also um Weltanschauung. Das Thema Weltanschauung wird wichtig sein. Welche Perspektive habe ich auf die Welt? Ändert sich das gerade vielleicht auch bei mir? Ja, aber das ist nicht so ganz vordergründig, weil hier kein Planet drin steht. Hier ist auch kein Aszendent, Deszendent. Ne? Das sind dann immer so die fokussierten Sachen. Das ist da, aber wird jetzt nicht so, wie sagt man, nicht so intensiv spürbar sein. Im dritten Haus haben wir die Kommunikation. Die wird sich auch um Weltanschauung drehen. Man wird sich viel austauschen über Perspektiven, die man eben haben kann. Auf die Welt, aufs Leben, auf sich selbst. Und es geht auch um Steinbock, also um, wie kann ich die Weltanschauung, über die ich eben gerade rede mit jemandem, wie kann man die strukturieren, wie kann man die umsetzen? Und dadurch, dass hier auch der Phobos drin ist im Steinbock, der Phobos ist ja so der Durchknallplanet, sage ich ja immer gerne, kann es sein, dass wir im Austausch mit anderen plötzlich, also so, dass so plötzlich eine ganz andere Kommunikationsform durchkommt, die wir an uns gar nicht kennen. Das kann passieren. Im vierten Haus, der IC leitet ja das vierte Haus ein. Da geht es vor allen Dingen, also wenn man jetzt gesamtgesellschaftlich redet, geht es ums Potenzial, das jeder Einzelne so mitbringt. Und da haben wir am IC den Pluto. Und der Pluto steht grundsätzlich erstmal für Krise. Und er steht hier im Steinbock drin. Das heißt, wir bekommen hier eine Krise in der Struktur, die wir uns zurechtgelegt haben, um unser Potenzial zu leben. Also ich muss mal hier noch dazu sagen, der Pluto geht ja nächstes Jahr im Januar wieder in den Wassermann über. Der war ja schon mal eine Zeit lang dieses Jahr im Wassermann. Das heißt, wir werden hier dazu aufgerufen zu schauen. Also wir bekommen einfach dieses Gefühl von, ja, ich habe Potenzial und das nutze ich teilweise sicherlich auch schon, aber ich möchte das mehr einsetzen für Wassermann-Themen. Also ich möchte das mehr, ich möchte damit die Gesellschaft verbessern, ich möchte das für die Menschen tun, möchte mich humanitären Zielen widmen, ich möchte mein Potenzial für was sinnvoll Menschliches einsetzen. Also das wird jetzt kommen, dass wir aus diesen Strukturen ausbrechen, wo wir merken, wir verlieren eigentlich also wir verschenken unser Potenzial an irgendeiner Stelle, wo wir es gar nicht geben wollen.
Genau, also da wird erstmal so die Krise eingeleitet. Ne? Das ist dann noch ein längerer Prozess bis Januar, bis wir dann die Art und Weise, die neue Art und Weise gefunden haben, unser Potenzial einzusetzen. Im fünften Haus hier, im Haus der Kreativität, liegen die Fische mit dem Neptun. Das ist also, was Kreativität angeht, das wird das höchste Potenzial hier erreicht mit den Fischen und mit dem Neptun noch hier drin. Auch was, das ist auch das Haus der Romantik oder was innere Kindarbeit angeht, das wird sehr viel neue Ideen bekommen, Inspiration bekommen. Ja, hier das sechste Haus habe ich schon gesagt, ne, die Umsetzung der Widder, das geht jetzt los. Und das siebte Haus, dieses Beziehungshaus, hatte ich auch erwähnt, dass jetzt die Aufgabe eben darin liegt, durch den anderen in Beziehung mit anderen den eigenen Willen zu finden. Es geht auch um die Ausdehnung von Werten hier mit dem Jupiter im Stier. Das gucken wir uns auch ein bisschen ab an anderen. Das sehen wir eher an anderen, wie die ihre Werte leben, ausdehnen. Ja, vielleicht auch welche Werte sie selber wählen. So, das schauen wir uns im Außen ein bisschen an, damit wir da unser eigenes Ding auch daraus filtern Also auch können. überprüfen, ne? Mal überprüfen, ob die noch aktuell sind, unsere Genau. Werte. Genau, das fällt dann auch hier mit ins achte Haus. Das heißt, achtes Haus ist die Transformation hier. Wird an Werten auch was, ja, erschüttert werden oder eben, das muss sich nicht groß intensiv anfühlen. Ne? Es wird einfach was verloren gehen, was bisher an Wert. Was wir bisher an Werten gehabt haben, vor allen Dingen auch in Bezug zum Thema Freiheit hier mit dem Uranus. Also hier werden wir uns auch Gedanken machen, was bedeutet für uns eigentlich Freiheit, was ist der Wert Freiheit für uns? Und das werden wir nochmal neu definieren hier durch das achte Haus. Auch das Zwillingsthema wird nochmal beleuchtet, wird auch nochmal geguckt, ob hier nicht noch was verändert werden kann in der Kommunikation mit anderen Menschen. In der Offenheit, verschiedenen Themen gegenüber, anderen Lebensweisen gegenüber. Und das ist auch hier im Haus der Weltanschauung, Thema, der Zwilling. Also es geht jetzt, ich denke mal, es ist ja, wir wollen noch mal den Sommer genießen jetzt, solange wie das noch geht. Also die Leichtigkeit hier mit den Zwillingen. Wir wollen uns austauschen mit anderen und ja, einfach Freude leben. Und auch Krebs wird hier ein Thema sein in der Einstellung zueinander. Also mehr Fürsorge zeigen, auch für sich selber. Und das ist auch was dann mit dem MC zusammenfällt hier. Der MC leitet ja das zehnte Haus ein, das Haus, wo wir uns zeigen, was ich schon gesagt habe, nur was zum Erfolg kommen soll. Also auch mehr Fürsorge soll sich zeigen innerhalb der Gesellschaft. Und dann eben auch. Ja, in Verbindung mit dem Neumond-Thema hier in der Selbstliebe, was ich vorhin schon angesprochen habe. Das elfte Haus hier, das Haus der Öffentlichkeit, wo wir uns alle in der Öffentlichkeit treffen, ist gezeichnet durch die Jungfrau. Das heißt, es geht hier ganz viel darum, Klarheit untereinander zu schaffen, wesentliche Punkte mal anzusprechen, Dinge zu klären, zu analysieren, bestimmte Sachen auf den Punkt zu bringen. Und das sehr über Kommunikation, weil hier der Merkur drin ist. Aber auch der Mars ist hier drin. Also das soll dann auch das, was erkannt worden ist, als neue Klarheit, das soll auch sofort in die Umsetzung kommen. Ne? Das sieht man ja auch hier im sechsten Haus, in dem Haus der Umsetzung, dass hier ganz stark die Widderenergie drin ist. Es soll jetzt einfach in die Umsetzung gehen. Und mit dem Mars in der Jungfrau, der Mars ist ja mit dem Widder verbunden. Das heißt, diese Umsetzungskraft hier wird auch sehr von Klarheit geprägt sein. Wir werden hier auch einfach klarer und wesentlicher an diese Umsetzung herangehen. Ja, und dann ist hier noch zwischen 0 und 21 Grad Waage, also das, wo jeder Einzelne diesen Bereich hat, der wird ein bisschen auf Eis gelegt, da kommt ein bisschen Ruhe rein.
Falls ihr doch in diesem Bereich gefordert werdet, dann werdet ihr hier sehr viele Eingebungen haben. Also hier kommt einfach die spirituelle Komponente rein. Da hat man mehr Eingebungen, man ist besser angebunden nach oben. Aber grundsätzlich wird dieser Bereich eher mehr still sein. Ja, genau. Also das ist jetzt so das, was zum Neumond stattfinden wird. Interessant. Ja, sehr, sehr spannend, sehr interessant. Viel Aktivität, wenn ich das mal so richtig rausgehört habe. Also sehr viel Aktivität bis auf den Schluss, wo man auch ein bisschen in die Passivität geht. Potenzial erstmal Findung, vielleicht auch richtig einzusetzen. Das habe ich gesehen. Darauf dürfen wir gerne mal achten. Wir dürfen noch mal uns schauen, was für Werte wir haben. Sind sie noch aktuell? Passen sie denn da rein? Es geht ein bisschen oder viel um das Miteinander auch, ne? Den anderen ja zu verstehen, Harmonie reinzubringen. Passt jetzt ein bisschen zu der Ja. gespalteten Gesellschaft, finde ich, ne? Ja. Und dann geht es darum, auch vor allem viel umzusetzen, ne? Also so jetzt so das, was man an Potenzial, wenn es das Richtige ist, entdeckt, auch umzusetzen, ne? Von Genau. oben. Also ich würde mal sagen, das fängt einfach an mit der Umsetzung und zieht aber dadurch mehrere Fragen auch nach, ne? Indem man diesen Weg auch geht. Und genau, und da kann man eben ganz gut in der Geselligkeit mit anderen erstmal schnallen, was ist mein Wille? Und es geht eben auch darum, sich Gedanken zu machen hier, wie kann ich mit dem, was ich wirklich kann und was ich wirklich liebe, einfach was Besseres tun, was Besseres für die Gesellschaft tun, damit es schöner wird untereinander. Und Genau. Klarheit erlangen dann noch mal in der Kurve Genau, oben. Genau. Klarheit auch im Gespräch hier im 11. Haus ist ja auch, das ist das Treffen, wenn wir auf andere Menschen treffen in der Öffentlichkeit, auf andere Menschengruppen, das können Freunde sein, Kollegen. Also durch alle Gespräche, die wir mit anderen Menschen haben, können wir hier auch Klarheit erlangen, um dann hier die Umsetzung voranzutreiben auch. Genau. Und was ich auch sehr spannend finde, ist die Freiheit, das hast du gesagt, neu zu erkennen oder vielleicht auch neu zu verstehen oder auch vielleicht auch neu zu definieren, ne? Genau, das ist dann hier der Uranus. Also mit dem Uranus bedeutet es auch, dass wir tatsächlich erkennen, wo wir uns Werte auferlegt haben, die gar nicht zu uns gehören. Das wird uns jetzt mehr bewusst und Das könnten zum Beispiel irgendwelche, wenn man sich halt mit anderen Sachen identifiziert, obwohl man das gar nicht, so Prägungen, Muster und so weiter, ne? Sowas kann das sein, was man sein Leben lang verfolgt, weil es halt so war, wie es war. Man hat es halt so gelernt, ne? So, das meinst du damit, ne? genau. Oder wenn man jemandem gefallen wollte, ne? Oder man hat was von den Eltern mitgenommen, hat es nie anders, man hat es einfach nie anders erfahren. Und das wird jetzt hochkommen. Ja, also diese falschen Werte, die wir uns auferlegt haben, die werden sich jetzt zeigen und wir werden unsere eigenen Werte an deren Stelle setzen. Oh, sehr interessant, sehr spannend. Spannende Sache. Und viel, ne? Viel. Naja. Ja, glücklicherweise kann derjenige, der sich das hier anschaut, ja immer mal stoppen und sich das vielleicht dann nochmal anhören oder so und das stückchenweise konsumieren, sozusagen, ne? Genau. Genau. Ja, also wenn ihr da nicht so viel Erfahrung habt und das gerne wissen wollt, in welchem Haus das bei euch stattfindet hier mit dem Neumond oder auch diese ganzen einzelnen Sachen, welche Themen da konkret beleuchtet werden, ne? Weil also zur Neumondenergie kommt hier eindeutig, wie gesagt, diese Beziehungsenergie auf, ne? Was ich eben gesagt habe, dass man sich mehr in Geselligkeit begibt und in anderen diesen eigenen Willen auch gespiegelt bekommt. Aber in welchem Bereich das stattfindet, das ist bei jedem Einzelnen natürlich anders. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel seine Waage im 6. Haus hat und den Widder dann gegenüber im 12. Haus, dann würde das bedeuten, dass das den Arbeitsbereich betrifft, zum Beispiel, also Beziehungen auf der Arbeit. Ne? Also das ist dann, welche Beziehungsart das betrifft, das ist bei jedem dann wieder anders.
Und sowas kann man dann einzeln eben nachgucken. Dann kann man sich gerne an mich wenden. Genau, wenn er das vertiefen will, dann bitte Ja. direkt auch an dich wenden, weil das kannst du dann sehr gut, wie wir ja wissen, auch dann umsetzen. Genau. Ja, sehr spannend. Ja. Erstmal geht's los. Neumond, genau. Wir haben schon einen verletzten Vollmond gehabt. Vielleicht auch mal interessant für denjenigen, der das jetzt zum ersten Mal sieht. Vielleicht nochmal den Neumond den Vollmond zu schauen und dazu zu gucken für sich oder für die Gesellschaft aus dem gesellschaftlichen Blick. Ah, schau mal, war ja auch so, ne? Also das ist vielleicht mal ganz interessant, auch Ja, genau. das genau im Nachhinein nochmal zu schauen. Und der Neumond ist, wie gesagt, ist ja, der hat einen Höhepunkt am 16., ne? Und auch Genau. da kann man natürlich auch nach ein paar Tagen oder von mir aus auch gerne auch ein paar Wochen einfach mal schauen. Und so ein bisschen schauen, was ist denn bei mir jetzt persönlich passiert oder mit meinem Land in der Zeit oder ähnliches, ne? Auf jeden Genau. Fall. Ja, sehr, sehr spannend. Also wer das vertiefen will, deine Kontaktdaten verlinken wir natürlich wieder. Und Ja, gerne. generell, wer sich damit mehr auseinandersetzen will, darf sich natürlich auch an uns oder an dich dann natürlich auch wenden. Und wir sehen uns diesbezüglich wieder, ja, zum nächsten Vollmond. Sage ich mal so. Genau. So machen wir das. In diesem Sinne, Dankeschön. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ja. Tschüss.